Was geht, Leute? Ich bin gerade aufgestanden und bin auf Fuerteventura. Das ist mein letzter Tag hier heute und den werde ich auf jeden Fall komplett nochmal für euch vloggen. Ich habe die Nacht beschissen geschlafen, sieht man mir auch an. Ich bin total, ja, und verbrannt bin ich auch. Ey, die Sonne war echt gut hier die letzten Tage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich zeige euch einfach mal komplett jetzt hier so, wo ich bin. Ja, heute soll es leider regnen, die ganze Woche war es schön, aber wir schauen trotzdem mal, dass wir uns einen schönen Tag noch machen. Genau. Ja, Leute. Und zwar, ich muss mal wieder hochklappen, damit ich meine Fresse selber sehe. Und zwar werde ich später hier runter an den Strand spazieren oder auch fahren und dort ein Street-Out-Workout hinlegen. Wir haben die letzten Tage unten schon ein bisschen trainiert und heute werde ich dann nochmal richtig Gas geben. Das Training ist hier ein bisschen zu kurz gekommen, aber man ist halt, nicht wirklich im Urlaub. Man arbeitet hier natürlich auch sehr, sehr viel, aber trotzdem gab es dann nochmal das ein oder andere Gläschen Wein oder auch das ein oder andere Döschen Bier oder eine Pizza. Und in Deutschland wird es dann wahrscheinlich genauso weiterlaufen. Nein, wird es dann vielleicht ein bisschen besser, hoffe ich. Und ich nehme euch heute mit und das wird sehr witzig, denke ich, und auch sehr cool. Vor allem der Trainingsplatz draußen, da macht es echt Spaß zu trainieren, ja. Und zwar morgens gibt es dann jetzt für mich auch erstmal meine Subs, das, was ich so mitgenommen habe. Wie die meisten von euch wissen, ernähre ich mich derzeit oder beziehungsweise die letzten Monate nicht so gut. Gibt es bei mir immer mal wieder Fastfood oder auch ein Bierchen. Und um da dann wirklich auch auf meine Makros zu kommen, muss ich halt ein bisschen mehr supplementieren, Leute. Ich konnte leider nicht so viel mitnehmen. Ihr kennt das ja, 20 Kilo und deshalb für mich aber immer am Start ist ein guter Pumpbooster. Das ist hier der Nitroglycerin, das ist ein guter Pumpbooster. Da gibt es derzeit auch den Bloodspot, das ist ein sehr, sehr guter Bloodstorm, das ist ein sehr, sehr guter Pumpbooster. Ja, sonst habe ich nicht viel dabei. Ich habe noch ein bisschen Zink dabei täglich, 2x25 Milligramm. Vor dem Essen, während dem Essen, Vitamin K2 und dann noch mein Kreatin und auf jeden Fall noch Battle Whey, also generell ein Whey-Protein. Wenn man so viel Scheiße frisst, muss man ja irgendwo auch sein Eiweiß herbekommen, deshalb ergänze ich mit 2, teilweise sogar 3 Shakes am Tag, wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt am Tag nicht so gut gegessen habe, damit ich dann wirklich auf meinen Proteingehalt komme. Normalerweise habe ich auch immer einen Whey von GN. Aber hier bei dem Battle Whey muss ich ganz ehrlich sagen, also die sind geschmacklich auch mega lecker. Das Battle Whey Milchkakao, ich weiß nicht, wer das noch kennt, Kaba, früher Kaba Kakao, das schmeckt original 1:1 so. Oder auch Milchreis Zimt von dem Battle Whey, auch sehr, 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 sehr lecker. Ja, das sind meine Subs, die ich mitgenommen habe. Die werde ich mir jetzt auch direkt mal reinknallen. Dann werde ich mich langsam fertig machen. Ich denke, ich werde mir heute auch mal rasieren. Und dann geht's bald dann auch runter zum Strand trainieren und ein bisschen vloggen noch, ja. So, Leute, ich bin soweit ready. Mein Booster ist drin, weil es gerade duschen gewesen. Bin meine 3 Stoppeln dann nochmal abrasiert. Ja, und gleich wird dann runter zum Strand spaziert. Das sind, glaube ich, so 25 Minuten erstmal bergab. Und dann sind es leider 25 Minuten bergauf. Aber das ist nochmal ein gutes Beintraining. Ja, schade, dass es bewölkt ist heute, Leute. Die ganze Woche war echt so schön. So, meine Lieben, wir spazieren jetzt zum Auto. Es ist ein bisschen windig. Wir fahren jetzt runter an den Strand. Das ist unser Mietwagen. Das ist mein Trainingspartner, der gute Konrad. Und jetzt geht's ab. So. So, Leute, leider ist das Wetter jetzt ein bisschen schlechter geworden. Aber wir hatten die ganze Woche richtig, richtig, richtig gutes Wetter. Sieht man hoffentlich an der Bräune. Aber drauf geschissen, trainiert wird trotzdem. So ein paar Regentropfen machen mir nichts aus und sollten euch auch nichts ausmachen. So. Und anschnallen bitte. Das ist immer das Gute an solchen Autos, weil du musst dich anschnallen. Besser geht's doch nicht. Das ist, wenn man positiv denkt. Wir kommen hier unten an und was passiert? Das sind einfach nur luftlinierende Kilometer und hier unten scheint die Sonne. Oben hat es kurz ein bisschen genieselt. So, jetzt suche ich einen Parkplatz. Guck ich mal, dass ich vielleicht noch irgendwie. Ja, so. Nee, ich glaube, finden wir heute nicht mehr. So. Perfekt. Auf, ihr jungen Hasen. Hört ihr nicht den Jäger blasen? So.
La playa al fondo. Hola. Hola. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Siehst du, ich kann schon ein bisschen. Kann schon ein bisschen was. So, hier war ich gestern auch. Da war so eine richtig schnucklige Tennistrainerin. Da habe ich überlegt, ob ich mal Tennisstunden nehme. Gar kein Tennis spielen kann. Hoppa. Und da bin ich wieder. So, da hinten ist Konrads Trainingsplatz, sag ich mal, Spielplatz. Und hier ist was. So, hier kann man echt alles machen. Hier war ich jetzt die Woche dreimal. Das erste Mal war sehr anstrengend, weil ich auch krank war davor. Hier kann man schön Bauch trainieren. Dann kann man hier schön alles an Klimmzügen machen, breit, eng, Untergriff und hier unten Liegestütze. Da auch noch was für Liegestütze, Dips. Das Seil da oben ist ab. Und das, ja, hier kann man dann Bauch trainieren. Also es reicht, man kann hier alles machen. Wenn man dann noch ein paar Kniebeuge macht oder ein paar Ausfallschritte macht, hat man ein gutes Training hinter sich. So Leute, ich werde jetzt ein paar Klimmzüge machen, gucken, vielleicht so 10, 15 Stück. Anschließend werde ich ein paar Dips machen. Dann werde ich Liegestütze machen. Ich werde erstmal mit engen Liegestützen anfangen und gehe dann nach außen. Dann werde ich auch noch was machen. Das zeige ich euch jetzt. Das Ganze versuche ich dann so 5, vielleicht 10 Runden zu machen. 10, weiß nicht. Aber 5 mache ich definitiv. Weiter geht's mit Dips. So Leute, wir sind jetzt schon seit einer halben Stunde durch mit dem Training. Ich habe mich nochmal kurz fresh gemacht. Das ist auch übrigens einer meiner Lieblingsoberteile von Smile Dogs, gerade jetzt im Sommer. Das heißt im Sommer, eigentlich ist es November, aber so bei der Sonne, wenn man braun ist, sieht das richtig nice aus. Ja, jetzt gehe ich erstmal lecker was essen. Ich gucke mal was. Das Training war echt gut, war mega, mega anstrengend. Deshalb denke ich, dass ich mir jetzt auch ein bisschen was gönnen werde. Also, ich halte natürlich gleich die Kamera mal wieder drauf. Ich bin jetzt hier mit meinem guten Freund Konrad. Der ist ja vegan, Schrägstrich Vegetarier. Sind wir jetzt hier in einem, guckt einfach mal selbst, was es hier so gibt. Unmengen an Burger. Ich glaube, hier gibt es außer Pommes nichts für mich. Das tut mir jetzt in erster Linie leid, aber da nehme ich jetzt mal keine Rücksicht drauf. Und ich gönne mir mal Fleisch. Es ist vielleicht scheiße, denken jetzt viele, aber was willst du machen? Ja, ich... Wenn man halt kein so guter Kumpel ist, dann... Ja, jetzt kommt er mir mit der guten Kumpeltour und sowas. Vielleicht finden wir ja trotzdem irgendwas Vegetarisches für dich. Hier, wie wär's einfach nur mit ein bisschen Löwenzahn? Ich habe mir jetzt erstmal ordentlich was bestellt. Schön fettarm, schön low carb, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist ein Sandwich mit Schinken. Das ist ein Burger und das ist ein Chicken Burger. Konrad hat sich ein Vegetable Sandwich bestellt. Mann, halt's Maul. Ja, was soll ich machen? Ja, sorry, Alter. Das muss ich jetzt aber mal geben. Der ist auch relativ schnell. Ja, und dazu gibt es jetzt erstmal hier so eine große und ordentlich Mayo. Die werde ich auf jeden Fall alle brauchen. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute in einem Restaurant Tütchen Mayo, wo du einmal so drauf kackst,
So, was habe ich jetzt denn da im Mayo drauf? Da brauche ich alle Tüten. Ich liebe Mayo. Dann muss ich jetzt alle Scheißdinger hier aufmachen und mir da das Mayo drauf machen. Weil, so, und dann würde ich jetzt einfach das Ding hier nehmen, hier richtig schön drauf mit Mayo, weil ich glaube, hier ist keine Soße drauf. Für ein bisschen habe ich jetzt drei Dinger Mayo weg. Ketchup ist da, alles andere ist da, nur das, was ich liebe, Mayo ist nicht da. Wir gehen jetzt hier mal in den Lieblingssupermarkt, der heißt Hyperdino. Hier gibt's alles. Nee, das. Wow! Ich bin mal hingefallen. Das ist eine Mall, Leute. Ist das hier alles eingestellt? Ja. Das ist eine Mall und hier gibt's echt alles. Und schaut mal, was die Ritzkes gerade geschenkt bekommen haben. Einfach veganer Oreo-Kuchen, Torte. Und die haben uns den jetzt mitgegeben, also mir, dass ich den in den Auto bringe. Und die denken jetzt wirklich, dass sie nachher noch Oreo-Kuchen da haben. Ich esse den jetzt eh auf. Und ich wette, die schlagen mich dann später. Aber egal, das riskiere ich. Ja, Leute, und auch hier gibt es wieder... Das ist so eine Art Dunkin' Donuts, glaube ich. Sieht auch gut aus. Hier haben wir noch einen Schuhladen. Dann haben wir hier noch... Wir kommen gerade rein, hier gibt es eigentlich alles. Brigitte Brigot oder wie das ausgesprochen wird. Hier gibt es noch ein Natura für die Öko-Fratzen, ja, für Öko-Leute. Ich glaube alles, ja, Natura, sagen wir es mal so, ne? Alles natural, Leute. Ich bin gerade hier im, was ist das hier, Bershka, auf eine richtig coole Jeans aufmerksam geworden. Super Skinny nennt sich der Look. Und es ist ja richtig gar nicht mein Fall. Ich weiß auch nicht, ich sehe das ganz oft bei Leuten. Super Skinny, okay, meine Beine sind jetzt vielleicht auch nicht so geschaffen für so eine Hose. Vielleicht würde es mir stehen, so ein bisschen enger, ja, aber so super skinny. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich zu oldschool, vielleicht ist das nicht so aus meiner Zeit entstanden. Ich bin 83er Baujahr und bei uns gab es sowas nicht. Sowas haben bei uns damals Mädchen getragen. Das sind für mich Leggings. Aber ja, jeder so wie er möchte. Geht mal, eng geht ja mal, ist ja gar kein Problem, Leute, aber... Mit der Figur, so eine Hose, ich weiß nicht, an alle Frauen da draußen. Ja oder nein? Wir sind seit knapp 2 Stunden schon wieder bei uns in der Villa, haben lecker gegessen, lecker getrunken, geduscht und auch noch gerade ein bisschen gechillt. Jetzt geht's für uns ins Bett, morgen früh stehen wir dann um 7 auf und dann geht's auch schon wieder Richtung Deutschland. Das ging relativ schnell, aber das ist ja immer so, wenn es schön ist, vergeht die Zeit relativ schnell. Ja, ich bin richtig vollgefuttert und leg mich jetzt schlafen. Gute Nacht.